got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Ja, dann können wir jetzt endlich in die Pharmazie und die Pillen holen. Genau. So, dann benutzen wir mal den Schlüssel hier. Schließen auf. Und sehen uns da drin mal um. Hoffentlich sind da keine... Oh, no. It's a trap! We gotta hurry. Kacke! Und das Ding ist natürlich richtig laut. Und lockt natürlich alle Zombies im 500.000 Quadratkilometer Umkreis an. Und wir haben kein Schloss mehr an der Tür. Dann ist alles natürlich sehr, sehr suboptimal. Was passiert jetzt? Ja. Wie ich gesagt habe, die Zombies aus ganz Macon werden jetzt angelockt. Oh Mann. Und wir sitzen da drin wahrscheinlich jetzt fest. Oder müssen abhauen. Das ist natürlich richtig scheiße. Oh mein Gott. Na, das hält die Tür echt nicht lange aus. Come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. That door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Kacke. Okay, nee, muss ich aushelfen. Dass die Herren nicht durch die Tür kommen. We don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. Ja, wir schaffen das. Doug, we don't make it through this. You should know. Boah, mach die Tür zu hier! Alter! I should know what? Huh? You said I should know. Ach du Kacke! Are you sure? Shit! Okay, then. Na, das sieht hier echt gar nicht gut aus. Okay. Ja, hier, hol den. Boah. Mach die Tür zu. Alter. Hol den. Den Stock von meinem Opa, wie auch immer, ne? Go, go. Den Stock hinten im Büro. Oh Mann. Oh. Mach die Tür zu. Oh. Ja, der Stock, ich sag's doch. Ja, hier, gib her. Den fix dazwischen schieben. Und schwupp. Ja, jetzt hält er hoffentlich. Zumindest so ein bisschen. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich den Duck retten. Und sie auch. Ja. Oh Gott. Der hat aber keine Arme. Oh Mann. Der wird rausgezogen. Wem helfe ich? Glaube ich halt erstmal dem Typ. Ja, komm. Retten wir erstmal dich. Und danach rette ich die Tante. Ja, lauf doch einfach. WTF, ey. Weg, wollte ich sagen. What the fuck? Holy Kacke! Let's go! They got Carly! Ach du Scheiße! Hau ab, Clem! Uah. Geh weg! Lass das Kind in Ruhe! So, jetzt lass uns abbauen. Nee! Was ist denn mit der Hasskappe los? Alter, geht's noch? Knockt der mich aus? Ey. Boah, ich dachte schon, der haut mir den Kopf ab. Alter, ja komm, Kenny. Helf mir auf. Boah. Ja, echt die Zombie-Kalypse hier. Und wir haben schon wieder ein Mitglied der Gruppe verloren. WTF, ey. Habe ich mich schon wieder falsch entschieden? Hätte ich beide retten können? Boah, ich wollte ja erst ihm helfen und dann ihr, weil die hatte ja nur eine Waffe und musste nachladen. Alter, ich kann ja nicht ahnen, dass die hier gleich die Leute verrecken. Boah, wo soll das enden, wenn hier alle
gefühlte 15 Minuten irgendwelche Leute ins Gras beißen. Da sind ja bald keine mehr da. Kacke, sind das hier moralische Entscheidungen, ey. Mann. Wobei sich damit mein Bekanntheitsproblem durch die Reporterin wahrscheinlich erledigt hat, weil die Reporterin jetzt ja über die Wupper ist. Und ich habe den Techniker gerettet. Vielleicht ist der ja noch weit mehr nützlich als die Reporterin. Ich denke nämlich, im Umkehrschluss wäre er nämlich gestorben. Mann. Ja, da draußen herrscht wirklich Krieg. Und das ist nur die erste Episode. Wie soll das nur in den anderen weitergehen? So. Hey, Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Na, er hat ja nicht Unrecht. Ja, dann such halt deine Freunde. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Das sind alles schwierige Entscheidungen, aber die müssen ja getroffen werden. Denn sonst geht die Gruppe drauf, gehen wir drauf und... Ach, alles... Boah. Ja, wie es da steht auf dem Auto, shit happens. Hey, Kim. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Earlier, I mentioned you gotta ask yourself what you're gonna do if Clementine's parents don't show. Yeah, you did. You think that's gonna happen? Her parents showing up? No, I don't. Well, I want you to know that I think you've got it in you. I think you can take care of that little girl just fine. Thanks, Kenny. You got it. Tja, Kenny hat mir ja gerade das Leben gerettet, als die alte scheiß Hasskappe mich ausgenockt hat. Mit dem habe ich ja echt noch ein Wörtchen zu reden. Nicht nur die Zombies, sondern hier schon die Gruppe untereinander macht sich... zerfleischt sich. How you doing, Doug? Na, der repariert schon die Techniksachen, wie ich es vermutet habe. Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. Happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survivor thing. And I really liked her. Tja, I'm sorry. It's okay. Thanks, though. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. Ich wollte beide natürlich retten. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. Ach, Quatsch. Wie schon gesagt, du bist hier der Techniker, Heini, und die andere kannte mein Geheimnis, deswegen habe ich erst dich gewählt. Die andere hätte ich natürlich auch gerettet, aber es ging ja leider nicht. Super Dinosaur was toast, but you know what? Na, sprechen wir nochmal kurz mit Clementine. Hey Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. I was there though. I fell.
and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Tja, tut mir leid. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Die alte Hasskappe. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? Was gibt's? You like my daughter? Nicht wirklich. Good. Stay away from her. Or everyone here knows that Lee Everett is a killer. I'm not talking about those things out there. You hear me? Woher weißt du das? I ask you a question, boy. Then again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. Hat die Reporterschlampe geplaudert? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Tja, muss ja, oder er hat mich so erkannt, keine Ahnung. Do you have a second? Boah, jetzt will die auch noch was von mir. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Tja, einen gerettet. I hope that's the sound of us winning this thing. Verloren. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Ja, für eine Weile kann man hier bleiben. Also, fuck. Kacke. To be continued. Da bin ich einmal auf die zweite Episode gespannt. Next time on The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! You never liked my dad. Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him! This isn't happening! The Walking Dead, Episode 2, Starving for Help. Demnächst auf diesem Kanal. Und Statistiken. Oh, Duck or Carly, da habe ich doch etwas anders entschieden als die meisten. Die meisten haben tatsächlich die Reporterin gewählt und gerettet und ich habe Duck gewählt, wie nur 23%. Bei den anderen ist es ja quasi 50-50. Aber das ist tatsächlich ja schon doch Trend. Ja, mal schauen, wie sich diese Entscheidung auswirkt. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Episode, die in wahrscheinlich dann ein paar Tagen anfängt.